ein bisschen KLS-Geschichte. Im strömenden Regen fast 2 Wochen damit beschäftigt. Da waren noch Wurzeln drin. So, Leute. Oh, was geht? Schauen wir mal an, was heute läuft. Bin jetzt hier gerade mit Olli in München. Der hat ein komplett neues Crib. Ihr seht, ich habe die ganz gleichen Sachen an wie gestern. Ich muss unbedingt was Neues zum Anziehen aus dem Auto rausholen. Jetzt erstmal tief durchatmen. Ich finde es so wichtig, dass man morgens erstmal an die frische Luft rauskommt. Großes, kaltes Glas Wasser, frische Luft. Und ich kann euch sagen, immer wenn ich so einen Bau sehe, es freut mich immer, weil ich habe früher so viel auf dem Bau gearbeitet. Das war mega, mega krass. Baureinigung zuerst, Fliesen legen, Dachdecken, alles Mögliche. Dort habe ich gestern gepennt, Leute. Mega, mega, mega bequeme Couch, muss ich sagen. Ready, Olli, für den Tag? Ja, also. So, das Zeug zusammenpacken. Oh. Klebt auf das mal nur aus dem Koffer, Leute. Das Panzer-MacBook muss mit. Oh. Jetzt haben wir einen Kollegen treffen. Danach gibt es noch einiges zu besprechen. Und dann muss ich wieder nach Stuttgart, weil ich da wieder auch ein paar Meetings angesetzt habe. Und dann muss ich in 2, 3 Tagen wegen einem Banktermin wieder nach München. Vitamin C auffüllen. Auf geht's. Ich fand Bauen immer interessant. Ich fand Bauen immer cool, wenn man halt dann wirklich sieht, was man gemacht hat. So, Leute, hier der Straße, noch ein bisschen weiter vor, da habe ich früher gelebt. Das war krasser. Das war wirklich richtig, richtig nice, Leute. Jetzt helfen wir gleich einen alten Kollegen von mir. Der hat mir hier in München meinen allerersten Job besorgt, dass ich bei einer Immobilienverwaltung arbeiten konnte. Also da werden jetzt gleich wieder ein paar, ja, Memories, würde ich mal sagen. Der Olli ist noch übelst nervös wegen dem neuen Business. Der ist noch am Zittern. Es sind einfach verschiedene Emotionen, Leute. Man ist auf der einen Seite, freut man sich, man ist nervös, man ist angespannt. Es ist ja auch ein großes Risiko dabei, also es ist wirklich krass. Mir geht's ähnlich, natürlich nicht ganz wie dem Olli, weil ich auch schon, ich habe ja auch schon ein paar Mal hart Scheiße gebaut, Leute, mit vielen Investitionen und so. Das heißt, also ich habe schon Höhen und Tiefen gehabt. Treffen gleich einen Martin. Jetzt erstmal noch ein bisschen neues Equipment holen. Jetzt haben wir wieder besseren Sound. Mikro ist eingesteckt und ich habe noch so ein Universal-Ladekabel gekauft. Und dann habe ich kurz weggeschaut und hat es wieder reingeräumt, obwohl es schon bezahlt war. Da kommen die beiden. Da kommen sie. Schaut euch mal ihn an. Ich bin fertig. Richtig, richtig nice. Hier ist noch rot, weil er so rausgezupft hat. Hier noch Feuer gemacht. Also, es war mega krass. Richtig nicer Job. Eine Sache fällt mir einfach auf. Auch bei Deutschen, aber auch vor allem sehr viel bei Ausländern. Die machen einfach einen richtig guten Service. Die haben Bock drauf. Und die konzentrieren sich. Also, ich merke es wirklich, wenn die arbeiten. Die konzentrieren sich nicht drauf, oh, wann bekomme ich jetzt endlich mein Geld? Sondern die konzentrieren sich drauf, wie sie den allerbesten Service machen können. Und dann kommt halt so einer her, lang 20 Euro und dann gebe ich halt auch mal gern 10 Euro Trinkgeld. So sieht es eben aus. Und man muss sich immer darauf konzentrieren, wie kann ich eine sehr, sehr gute Leistung abliefern, wie kann ich den Kunden zufrieden machen, wie kann ich einen guten Service bieten und wie kann ich persönlich einen Mehrwert geben, anstatt sich immer nur darauf zu konzentrieren, ja, wie kann ich jetzt da möglichst viel draus rausziehen, wie kann ich da noch mehr kriegen, was bekomme ich, wann bekomme ich's. Ich komme da als Kunde wieder, man steigt selber auf, man expandiert. So funktioniert das Ganze. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Bei mir früher als Personal Trainer, da war es mir halt auch wichtig, dass ich da nicht auf die Uhr gucke, da und wann sind die 60 Minuten rum, sondern mir waren einfach die Ergebnisse wichtig. Und auch beispielsweise bei meinem Fitnessprogramm. Mir ist halt extrem wichtig, dass wenn dann die Person hergeht, das Vertrauen hat und sagt, hey, ich will beispielsweise beim KLS Kunden sein, ich will das Geld bezahlen, ich will den Ernährungsplan, den Trainingsplan, dann will ich persönlich so viel geben, wie ich kann, dass die Person hinterher sagt, hey, selbst wenn ich beispielsweise 500 Euro für das ganze Programm bezahlt hätte, wäre es im Nachhinein immer noch wert, weil einfach der Service so gut ist. Und genauso wird es auch bei diesen Juices sein, Leute. Immer die besten Produkte, regional, besten Lieferanten, beste Qualität, besten Saftpressen, Vitamine, beste Flavor, beste Rezepturen und ständig was Neues und ständig was Besseres, Informationen bieten. Ein bisschen KLS-Geschichte, weil ich bin jetzt hier in der Schwanthaler Höhe und da unten, Leute, da unten war früher immer das Restaurant, wo ich essen bin, zu so einer türkischen Frau. Da hat immer so einen übelst geilen Falafel-Teller gemacht mit Gemüse,
während ich hier in diesem Gebäude immer beim Arbeiten war. Hier hinten drin, da hinten ist so ein asiatischer Biergarten. Da haben mein Kollege und ich komplett 1 Meter Boden auf ca. 30 Quadratmeter Fläche ausgehoben und weggefahren. Wir waren da im strömenden Regen fast 2 Wochen damit beschäftigt. Da waren noch Wurzeln drin, da waren Bäume drin, alle mögliche Scheiß. Das war krass, gell? Das war nicht so geil. Das war nicht so geil, gell? Das war krass. Schaut mal, Leute. Kraftschub von Profuel, Kreatin, noch alte Doc-Weingart-Dosen. Grünzeug hast du am Start, Mann. Das läuft, Grünzeug. Eistee, Aminos, krass. Passt schon. Wir machen, Leute, hier ist noch Baustelle noch. Jetzt sind wir hier über den Dächern von München. Komplett München. Hier kannst du dann direkt dicht vom Oktoberfest rüber torkeln, oder? Zu Fuß vielleicht 5 Minuten weg. Das war der ganze Garten, der ausgegraben wurde. Das ist ja alles. Das sind hier die nicen Fenster, Leute. Das sind hier die nicen Schiebefenster. So sieht's aus. Übelst, übelst nice. Leute, der alte Doc Weingart. Wie alt ist der jetzt schon wahrscheinlich? Der ist von der FIBO noch. Ja, der ist von der letzten. Boah. Mal kurz probieren, wie der noch schmeckt. Nach wie vor übelst geil. Also, ich kann 2 Drinks empfehlen, den Doc Weingart. Den Voss, die sind beide richtig nice. Aber auch Disclaimer, ich habe mit den beiden businesstechnisch nichts mehr zu tun. Also mit Voss hatte ich nie was zu tun. Außer, dass der Chef ein guter Kollege von mir ist und ich den übel geil finde, den Typ. Und mit Doc, die Geschichte erzähle ich euch gleich. Auf das Dach müssen unbedingt noch eine Sauna und ein Jacuzzi raus. Würdest du auch sagen, oder Wally? Ja, klar. Also es wird brutal geil. Über Immobilien können wir gleich sprechen, aber nur ein paar Sachen. Zum Beispiel so ein Fahrstuhl, Leute. 75.000 Euro zum Einbauen. Klimaanlage, nur so ein kleines Ding. Fast 10.000 Euro zum Einbauen. Also die Immobiliensache ist wirklich eine krasse Geschichte. Bin ja auch selbst involviert und muss sagen, es ist für mich auch irgendwo moralisch schwierig, weil wo endet es denn? Irgendwann kaufen halt die ganzen Leute, die halt Geld haben, Immobilien. Und irgendwann haben halt dann ein paar Leute alle Immobilien. Man kauft es ja meistens zu einem großen Teil mit Fremdkapital, also mit Bankgeld. Man muss eigentlich nur irgendwann mal so drin sein, die Sicherheit haben. Dann kann man immer kaufen, kaufen, kaufen. Die Leute mit weniger Geld müssen halt mieten und zahlen dann im Endeffekt den reichen Leuten die Wohnungen ab. Also es ist natürlich schon irgendwo, es wird ja oft gesprochen von so dubiosen oder von unfairen oder von moralisch kritischen Businesses. Aber ich finde, das ist das eigentliche Business mit Wohnungen, mit Wohnraum. Ha, auch wenn ich selber involviert bin, ich finde es irgendwo schwierig. Ich finde es persönlich kritisch. Sag ich das Mikro noch an. Und jetzt die zweite Sache, was Unternehmen angeht zum Beispiel. Ich habe mich jetzt schon öfters an Unternehmen beteiligt. X%, dann einfach diese Unternehmen im Bereich Marketing, Produktentwicklung und so weiter vorangetrieben, dass die Umsätze steigen, die besser laufen und so weiter. Und dann verkaufst du halt deine Anteile wieder. Also das ist auch ein System, wo man, wenn man es gut kann, noch deutlich schneller Geld verdienen kann, als mit zum Beispiel Immobilien und eben auch Sachen machen kann, wie jetzt ich persönlich finde, wo einem halt auch noch was dran liegt. Und jetzt fahren wir aber wieder zur Juicery, zum Laden, schauen den an, gehen rein und reden jetzt über Business, was ich persönlich am allergeilsten finde, und zwar einfach nachhaltige Produkte herstellen, die wir brauchen. Damals bin ich hier mit einem Personal Training Kunden aus Hamburg hier diese Treppen hoch und runter gesprintet. Dann sind wir in der Prinzregentenstraße ins Fitness First gegangen. Da hat sie, glaube ich, jedes Mal extra noch für mich 20 Euro oder so Eintritt bezahlt. Das war richtig krass. Und die hat da vorne gewohnt. Ich zeig's dir gleich. Also wenn man jetzt in die Juicery einbiegt, dann hat die da vorne gewohnt. Leute, ich werde nicht dieses Mal mein ehemaliges Script zeigen, aber beim nächsten Mal. Ich finde, München ist gar nicht so krass schickimicki, wie alle sagen. Schon, aber wenn man in die Kreise reinkommt, die Leute kennt, dann muss ich sagen, dann sind das richtig, richtig gute Leute. Echt gut. So, hier wird noch gebaut. Juicery. Juicery. Jetzt die Vorbereitung, bevor es losgeht, Leute. Ich werde dann auch noch in den kommenden Videos erzählen, wirklich, was es für Produkte sind, was es für einen Sinn macht. Was hat das Ganze auf sich mit dem Fasten, mit dem Detox, dem Cleansing und so weiter und so fort. Aber jetzt müssen wir noch die finalen Sachen machen, bevor es aufgeht. Hier das schöne Juicery-Logo. Schaut mal den schönen Pulli an. Hier haben wir die Handouts, die Flyer. Mega, 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 mega nice. Wir haben jetzt auch was übelst Geiles vor. Vor allem für die Personen, die in München sind, die mittags vielleicht wenig Zeit zum Essen haben oder so. Wir werden jetzt mit dem Profil-Plantein hier drin sitzen. Und im Endeffekt mit Mandeln, mit Datteln, mit Hirseflocken, mit Buchweizenflocken, Chiasamen, Hanfsamen, übelst geilen Proteinshakes kreieren. Und es wird brutal geil für Leute unterwegs. Die kommen hier, saufen sich so ein Ding rein. Oder auch für beispielsweise Aufbaukuren. Richtig, richtig top. Das heißt, jetzt werden wir hier einiges rumprobieren.
testen, was zusammenpasst, was nicht zusammenpasst. Wir haben auch hier sehr viel Gewürze wie Cayennepfeffer, Kurkuma, alles Mögliche. Meersalz, Atlantikmeersalz. Ich bin übelst aufgeregt. Es wird erstmal richtig viel getestet, rumgepresst, rumgejuiced und so weiter. Eins, zwei, drei Anzüge. Diverse Termine auch für Fotoshootings. Fertig gearbeitet. Jetzt geht's zum Essen mit einem anderen Kollegen. Und noch eine Sache, die ich extrem wichtig finde, Leute. Es gibt ein Buch und das heißt Never Eat Alone. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Ich werde es nachher mit dem Amazon-Link unten verlinken. Sofern ich es nicht vergesse. Ja, wahrscheinlich vergesse ich es wieder, aber. Außerdem immer die Links unten abchecken in der Beschreibung. Und da geht es einfach drum, wie man netzwerkt. Also wie man Leute kennenlernt, vor allem wichtige Leute. So, Leute, schau dir mal das an. Mega geil. Sau viel Gemüse, Reis. Boah, killer. Zum Abschluss, Leute. Dann nehme ich auch noch einen. Mango Sticky Rice. Killer. Jawohl. Vieta. Snackbar, übelst geile Location zum was reinessen in München, war mega geil.